Ich weiß nicht, wie viele Rollen ich gespielt habe, wo ich gestorben bin, auf der Bühne. Nun ja, und dann geht der Vorhang hoch und dann lächelt man und verbeugt sich. Und dann habe ich mir gesagt, du pass mal auf, Ingele. Eines Tages geht nicht mehr der Vorhang hoch und du verbeugst dich. Merkwürdiger Gedanke. Inge Keller. Du weißt, ich kann dich töten. So, nun geh nach Hause und mach deine Schularbeit. Ach, damit hat doch das lange nichtswürdige Komödienspiel ein Ende. Von morgen an soll es sein, als habe Alving nie in diesem Hause gelebt. Sie hat schon große Rollen und viele Rollen gespielt. Was ihr gefehlt hat, war die heitere Seite. Denn eigentlich war sie gern albern. Ihr lacht mit mir. Ja, ich lache. Ich habe immer gesagt, wenn man sie nicht sieht, hört man sie. Wenn sie da vorm Deutschen Theater stand und Kollegen unterhielt, und mit ihrer hellen Stimme und immer verrückt angezogen, mit rot gefärbten Locken und einfach nur unbelastet und heiter war. Das Glück nur in kleinen Fetzen zu fassen bekommt. In Happen. Und wenn man es dann wieder verliert, wie ich, dann wird man nach und nach gröber. Man wird böse. Ihr Preußentum, Ihre unglaubliche Disziplin, Ihre Strenge, die sie angelegt hat an diesem Beruf. Sie hatte ja so etwas Unnahbares, sowas, ja, was doch schon was Besonderes in ihrer Ausstrahlung. So allzu viel Nähe war ihr unangenehm. Ich verstehe dich nicht. Ich kann es mit meinem Gewissen nicht mehr vereinbaren, die Menschen und die Stadt zu opfern, nur damit die Wahnsinnigen ein paar Stunden länger Krieg führen können. Ist das dein Ernst? Mein voller Ernst. Du meinst, dass das alles für dich leichter ist, wenn ich nicht bei dir bin? Achim, ich bin deine Frau und ich bleibe. 1950, ich war Schauspielschülerin am Deutschen Theater und war gerade fertig mit dem Szenenstudium und rannte die Treppe runter und plötzlich kam sie mir entgegen und ich hatte sie 3 Tage davor im Schlossparktheater in Teufelsgeneral als Pützchen gesehen und war so begeistert. Es war eine so grandiose Vorstellung von ihr und das musste ich ihr sagen. Ja, und so hat es angefangen. Und hat 67 Jahre gedauert. Wenn wir uns gebraucht haben, waren wir eben füreinander da. Und sie war absolut verlässlich. Und man hätte auch nachts bei ihr anrufen können und sagen können, ich brauche dich. Und das gibt ja auch eine Sicherheit. Obwohl wir uns natürlich auch genug gestritten haben, denn eine Freundschaft ohne Meinungsverschiedenheit wäre ja grauslich. Ich hatte mich durch ein falsches Pflichtgefühl zu falschen Rücksichten verleiten lassen. Deshalb habe ich meinem Jungen Jahr aus Jahr ein etwas vorgelogen. Oh, wie feige bin ich gewesen. Nein, sie hat Glück betrachtet als die Möglichkeit, also wie sie leben konnte. Sie hatte alles, was
was man halt zu einem guten Leben braucht. Aber das allein ist ja kein Glück. Es ist Glück, aber es ist nicht das Glück. Und das eigentliche Glück, das hat ihr gefehlt. Das war auch mit ein Grund, dass ich so lang auch mit dieser schwierigen Frau befreundet war. Denn schwierig war sie. Ich dachte immer, so eine eigentlich unglückliche Frau, die kann man nicht allein lassen. Das habe ich nicht, hätte ich nicht fertig gebracht. Weil sie so ein liebenswerter Mensch war. Was ist das? Morphium. Das war vielleicht der große Irrtum ihres Lebens, dass man alles auf den Beruf setzt und sein eigentliches Leben vergisst. Tja, ihr Gastspiel in unserem Haus war kurz. Es wird, verlassen Sie sich darauf, keinen bleibenden Eindruck hinterlassen. So sicher? So sicher. Sie kennen ja den Ausspruch von Schiller, den Mimen, Pflicht die Nachwelt keine Grenze. Drum muss er mächtig sich der Gegenwart versichern. Das hat sie getan. Sie hat sich schon der Gegenwart mächtig versichert. Sie werden uns nie verstehen. Nie. Leben Sie wohl.